Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche. An meiner Seite heute Frau Dr. Ackermann. Frau Dr. Ackermann ist nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, aber arbeitet jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, nämlich auf einer ganz interessanten, spannenden Stelle, die für uns alle hier im Land etwas Neues bringt. Denn Frau Ackermann bringt Erfahrung mit und diese Erfahrung hat sie in Großbritannien gesammelt. Sie waren 16 Jahre in Großbritannien. Was haben Sie da für Erfahrungen gesammelt? Ich war 16 Jahre am British Museum tätig, in ganz unterschiedlichen Rollen als Kurator. Also ich verstehe sehr gut die Seite eines Kurators, die akademische Arbeit, die wissenschaftliche Arbeit, Forschungsprojekte, aber auch ganz intensiv in der Öffentlichkeitsarbeit. Wie machen wir unsere Arbeit relevant für einen weiteren Benutzerkreis? Jetzt sind Sie nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen, ans Baltic College hier in Schwerin, haben dort eine Professur angetreten für Kultur, Tourismus und Marketing. Da geht es natürlich dabei, wie können wir dieses Land Mecklenburg-Vorpommern, uns selber praktisch, noch besser vermarkten, wie können wir gerade in der Kultur auch Aktionen machen, einen neuen Ansatz finden. Was wäre das für ein neuer Ansatz, den Sie hier mit vermarkten wollen? Es geht nicht nur um Mecklenburg-Vorpommern, sondern es geht um ganz Deutschland. Es geht um Fragen, wie wir umdenken können, weil wir immer mehr finanziellen und politischen Druck haben, weil es immer weniger Geld gibt, weil Stellen abgebaut werden und einfach neue Ideen finden, umdenken, wie man Kultur relevant machen kann für viele Menschen, wie man aber auch Barrieren runterbrechen kann. Nicht nur physikalische Barrieren, sondern auch intellektuelle und soziale Barrieren. Die Museen erreichen eine bestimmte Schicht, kann man so sagen, für eine, wenn man so sagen will, jetzt mal intellektuelle Elite, ist es normal, ins Museum zu gehen. Aber für die breite Masse, die geht noch nicht so gerne ins Museum. Ist das Ihr Ansatz, dass Sie diese Menschen auch überzeugen wollen, ins Museum zu gehen? Es geht darum, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Wir wollen selbstverständlich die Menschen, die schon in Kultureinrichtungen gehen, nicht nur Museen, die Kultureinrichtungen nutzen, weiter an uns binden, attraktivere Angebote machen, aber auch andere Menschen, für die das bislang vielleicht nicht der naheliegende Punkt ist, wo man hingeht, wo man auch mal interessante Angebote findet. Wir wollen diese Barrieren auch runterbrechen, es einfacher machen. Manchmal ist es so, dass man zu Menschen hingeht und nicht erwartet, dass sie zu einem kommen. Angebote spannender, bunter, anders aufbauen. Es gibt schon ganz tolle Initiativen hier im Land und wir wollen die einfach weiterentwickeln und mal zusammenbringen und schauen, wie wir alle davon mit möglichst wenig finanziellen Mitteln lernen können. Das System in Deutschland ist ja vielleicht ein anderes System als das in Großbritannien. In Deutschland gibt es immer das Geld von oben, ne, und damit muss man dann was machen, darauf wartet man dann. Und letztendlich hat man nur das Bedürfnis, die da oben wieder zu überzeugen. Ne, wir brauchen wieder das Geld, um weiterzumachen. Das wäre aber nicht Ihr Ansatz. Natürlich geht es darum, die Politiker, diejenigen, die die finanziellen Mittel haben, zu überzeugen. Aber natürlich müssen wir auch viel weiter schauen, Drittmitteleinwerbung, Förderung für bestimmte Projekte. Und das ist natürlich auch wieder eine Frage der Relevanz. Wenn wir Geldgeber finden können, die sagen, das ist, finde ich, jetzt ein ganz tolles, spannendes Projekt, dann bindet das natürlich wieder eine ganz andere Gruppe an die Kultureinrichtung. Ja, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wir sind hier zwar in Schwerin, aber wir haben Rostock. Das Rostocker Theater ist nicht sehr akzeptiert in der Bevölkerung. Das heißt, es wird viel gestritten darum, auch in der Bürgerschaft, auch in der Politik, brauchen wir das überhaupt, das Theater? Ne, die einen sprechen sich natürlich dafür aus und es gibt aber ganz viele, die dagegen sind. Und dann gibt es noch mehr, denen ist das schon egal, das Thema. Wie kann man diese Menschen erreichen? Wie könnte man diese Menschen davon überzeugen, dass Theater durchaus was Sinnvolles ist? Das liegt natürlich immer am Angebot. Wenn Menschen finden, dass es etwas ist, was für sie spannend ist, was sie auch erreicht, es ist ja nicht immer das gleiche Angebot für alle Menschen relevant, aber natürlich auch Projekte, von denen es ja viele schon gibt, Zusammenarbeit mit Schulen, Zusammenarbeit auch mit Menschen, auf die man zugeht und sagt, vielleicht kommt doch mal her und wir erklären etwas. Da gibt es ja schon ganz tolle Initiativen. Und raus aus dem Elfenbeinturm, also Ihre Botschaft letztendlich an die Museen, an die Kultureinrichtungen im Land? Es ist immer gut, nach draußen zu gehen und zu schauen, für wen wir eigentlich tun, was wir tun und wie wir für viele Menschen das relevant machen und aber auch Spaß, spannend, etwas, was einen wirklichen Mehrwert bietet fürs Leben. Nochmal eine kurze Bestandsaufnahme. Geschieht in diese Richtung, in die Sie wollen, dass man nämlich, geschieht da Mecklenburg-Vorpommern noch zu wenig? Es ist immer Potenzial, überall. Man kann immer noch etwas tun. Aber es gibt ganz tolle Initiativen, zum Beispiel das Lesetast-Hörbuch, das das Staatliche Museum hier in Schwerin vorgestellt hat. Das ist eine bundesweit einzigartige Initiative, die davon ausgeht, dass wir nicht erst ein Produkt schaffen und dann sagen,
Huch, jetzt sollten wir es aber auch für ein paar Leute einfacher machen, für die der Zugang vielleicht nicht so einfach ist, die vielleicht sehbehindert sind, sondern von vornherein das Produkt so denkt, das Angebot so denkt, dass es alle einschließt. Ein All-Inclusive-Angebot. Das wollen Sie dann Ihren Studenten hier in Schwerin vermitteln? Das vermitteln wir den Studenten und wir arbeiten auch sehr eng mit Kultureinrichtungen zusammen. Wir fangen gerade mit dem Masterstudiengang ein Projekt an, das mit dem Museum eng zusammenarbeitet. Das ist für beide Seiten ein Gewinn und das ist das Schöne wirklich daran, dass wir so eng mit der Praxis zusammenarbeiten können. Also jede Kultureinrichtung aus Mecklenburg-Vorpommern kann auf Sie zukommen, auf das Baltic College, und kann fragen, ob es zum Beispiel sich innerhalb von Projekten mit dem Baltic College auch verbünden kann. Unbedingt, das würden wir sehr, sehr begrüßen und uns natürlich auch in Diskussionen zusammensetzen. Wie kann man das am besten machen? Wie kann man für beide Seiten etwas dabei, einen Gewinn dabei herausholen? Ich meine jetzt nicht einen finanziellen Gewinn, sondern einfach ein Umdenken auf beiden Seiten und die Studenten lernen dabei. Und noch eine letzte Frage, wenn ich dieses Fach studieren will, wie komme ich dazu? Sie bewerben sich. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, wie bei jedem Masterstudiengang, aber wir haben Studierende jetzt im Master, die aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen kommen, aus Fachrichtungen in ganz anderen, ganz unterschiedlichen Fachrichtungen ihren Bachelor gemacht haben und die jetzt nach Schwerin gekommen sind, weil es dieses Studienfach sonst nirgends gibt in Deutschland. Also, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, Sie können sich natürlich mit Ihrer Kultureinrichtung hier in Schwerin am Baltic College melden und eine Partnerschaft anstreben. Das andere ist natürlich, wenn Sie nochmal studieren wollen und Master werden in Tourismus, Kultur, Tourismus und Marketing, dann sind Sie auch hier in Schwerin am Baltic College richtig aufgehoben. Vielen Dank für das Interview, Frau Dr. Ackermann. Danke. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche auf MV1. Tschüss.